unsere Zeit im Trainingshaus wäre da wäre fantastisch. Die, glaube ich. Ich fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Okay, das war ein bisschen zu asynchron. Ich gehe fest davon aus, dass das hier... dass das hier wieder... das Nazis wieder gegeben wird oder Krokodil oder irgendwas. Dass wir hier auf Gegenwehr treffen werden. Aber erstmal, wie sollen wir hin? Oh, ist der Betrieb. So nicht. Ach, da geht's lang. Runter oder wie? Hätte ich für den Plan, wo wir lang sollen. Hier vielleicht. Treppensteigen ist nicht. Der Anzug. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Caroline? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Ich glaube, ich muss mal auftauchen. Oh, hier ist eine Treppe. Nicht darüber hoch. Ich hoffe, hier sind keine Krokodile oder andere Gegner, die noch. Roboter oder so. Aber Ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und ich fest davon aus. Ihre Stimme. Wie Balsam. Meine Stütze. Auftauchen. Hier Schaden. Und hier waren wir schon. Das ist sehr toll. Wir trinken hier noch. Hier sind wir durch, das ist klar.
Oh, wo soll man lang? Als ob wir hier nicht tauchen können. Ich bin nicht sicher, ob wir hier durch sollen. Ich glaube, da haben wir den Ventilator ausgeschaltet, um da durchzukommen. Erstmal werden wir hier wahrscheinlich sterben gehen. Okay, hier sind wir. Meldung liegt hier zufällig keiner rum. Eine Karte, okay. Sieht nicht so aus, als wäre das noch weit. Oh, Heilung. Und eine verdammte Drohne. Ich hasse es. Ich hasse alles. Bisschen Panzer. Sind wir hier? Achso, hier geht's hoch. Blaskowitsch, ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Na toll. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Na toll. Grace Ende. Da sind doch die Supersoldaten jetzt hier kommen. Hat sie gesagt, das wird die pure Hölle. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Zu viel Licht. Er ist down. Sechs haben wir noch. Und der Rest. Da müssen noch welche sein. Du warst zum Aufladen. Station zum Aufladen, wir haben ja recht. Hier nicht. Hier können wir mal tanken. Waren 3. Müssen noch welche sein, also. Es ist ruhig hier. Zu ruhig.
Deine Treppen. Ich glaube, die sollte ich mal hochgehen. Kommt doch gleich von oben, oder wie? Oder von unten? Ich glaube hier nicht, dass das schon war. Okay, ich meine, schön wär's. Schön, toll, wir haben es geschafft, aber ich glaube es nicht so recht. Genau, wir haben es geschafft, was nun? Müssen wir da jetzt runter oder was? Ach du Scheiße. Anja darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen. Hier ist es mir immer noch viel zu ruhig. Das war doch noch nicht alles. Mal aufladen, nicht derzeit vielleicht. Die zwei sind jetzt, müssen die zwei doch noch kommen. Da müssen wir hin. Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Joa. Schlimmste kommt wahrscheinlich noch. Tauchen. Ich sehe es doch hier, das ist doch eine offensichtliche Falle. Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen.
öffnet. Caroline. Wieso? Sterben macht mich zum Lügner. Die Tür haben wir geöffnet. Okay. Ist zu einfach bis jetzt hier. Zu einfach. Kommt noch was. Zu viel Heilung rum. Ich sehe nichts. Was ist hier los? Ist der Groß noch hier? Kommt gleich von hinten. Warum liegen hier so viele Sachen rum? So viel Heilung. Da ist noch einer. Oh. Okay, ich meine. Einer muss hier noch sein, oder? Kennt ihr mich hier? Okay. Level verlassen. Das war mir zu einfach. Grace? Ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Er ist ja tot. Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Seth! Ja. Hey, haben Sie schon mal mit Gott gesprochen? Gott? Ja, viele Male, viele Male. Oh, wow. Und was hat er gesagt? Ich warte immer noch auf seine Antwort. Oh. Warum? Mist. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas erklären, was ich gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen? Ich habe Straßen. Himmel gesehen. Finger weg! Licht, das sich zwischen Galaxien erstreckte. Und da waren diese symmetrischen Farbenmuster, durch die ich mit Lichtgeschwindigkeit raste. Das war ein Dornrausch. Und es wirkte, als hätte sich die Realität zusammengefaltet. Und ich würde irgendwie die Dimensionsschranken durchbrechen und konnte alles sehen. Nur, dass es mich nicht mehr gab. Ich meine, ich war nicht ich selbst. Das ist sehr interessant, ja. Und ich konnte diese Lichtmuster sehen, die sich als Wurzel zu dieser Form erstellt. Okay. William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den
den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Nun, die Toilette geht. Flashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Blaskowitsch, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab sie gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Captain Blaskowitsch? Hallöchen. Sie ermutigen mich, Captain, nie aufzugeben. Okay, wo sind wir hier? Oh, eine Karte. Tommy Dev. Aha, okay. Oh. Hacker Central ist jetzt offen. Peace. Scheiße. Scheiße! Was ist los, Hattie? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich zu erinnern. Noch eine Karte? Nicht Dors. Okay, wir haben jetzt Hacker an Bord. Okay, was ist jetzt unsere Quest? Das Schwein ist noch. Machen wir nix. Können wir hier ein bisschen Munition mitnehmen? Scheinbar nicht. Oh, Riese! Sie sollten es wirklich langsam angehen lassen, Junge. Was tun wir jetzt? Nochmal Würfelstein 3D spielen oder? Hier waren wir schon. Hallo? Hey, hey Conny, Captain Blaskowitsch. Betty, Lenny. Hey. Wo
Wie ist der Name? Okay. Hey, Gisela. Warte. Guck dich mal an, Großer. Leichenblass. Du musst besser auf dich aufpassen. Hm. Hey, Max. Wie läuft's Spiel? Keine Worte. Hi. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Was waren jetzt die? Was waren jetzt die Missionen? Sprengstoff mal besorgt. Sollen wir zum Hangar gehen? Absolut bereit, Sir. Freut mich. Das Hangar ist offen. Und so, da mal hin. Das sind sie jetzt. Ich fühle mich wie in einem Sarg. Wir sind sicher, Barbara. Das zählt. Mach dir keine Sorgen. Erinnert mich an den Bombenabwurf. Tief unter der Erde. Gefangen. Mamas Hand. Ich habe sie ganz fest gehalten. Denk positiv. Es gibt keine Strahlung, kein Regime. Vor der Welt versteckt. Na gut, das mit der Strahlung. Sicherer als je zuvor. Ich weiß, dass ich gerade gereist. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Ich hasse Hangars. Das ist der Hangar, in dem ich vor dem Wolkenstein New Order war. Autsch. Gab's den Singroboter? Bunt angemalte Kampfhubschrauber. Ich denke, die fallen bestimmt nicht auf, wenn sie zu den Nazis fliegen. Mussten die die bunt anmalen? Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Okay. Nehmen wir es genug. Energie für den Tank. Und Schwartank. Und diese Kraftwerke. So, wo zum Heck ist Grace? Maria? Hätte das nicht Maria machen können und werden das einfach das Ding auftanken. Das muss der Captain tun. Fantastisch. Level verlassen. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Durchqueren Sie die Tore, um die 31 Straßen des Wissens zu beschreiten. Aber in Bezug worauf? Hey, kleiner Sternmann. Bist du kitzlig, Kumpel? Max! Grundgütiger Max! Mr. Max Spielzeug. Hast du mich erschreckt? Guck, ich lese hier gerade
Schwere Kost und ein kleiner Spielzeugroboter passt nicht so ganz zu dieser Seelenreise, Mann, okay? Max Hals. Max, ist schon okay, Kumpel. Das ist alles viel zu kompliziert für dich. Spiel doch mit deinem Schwein, Max. Ich versuche, den Bezug zu diesen Toren zu finden und... Du würdest das nicht verstehen. Max Hals! Max, das ist wirklich hohe philosophische Literatur, okay? Du kannst nicht einfach anfangen... Max, das ist es! Wie ganz hast du... Auch sie in der Zentrale, Wyatt. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig Max heiß. Max hat's herausgefunden. Das Boot hat Atomraketen und ich habe ein Ziel. Ein verdammt gutes sogar. Alles klar, Boss! Ja! Yeah. So macht so man das! Ja, coole Sache! Gefällt mir. Also hier. Specie ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Species Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Außerirdische Technologie. Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Gracie gehört zu den Guten. Hört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Datjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Ach, herrje. Scheiße. Das wird Specie nicht gefallen. Er dachte, es wären Außerirdische. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Na klar. Da hängen die für die Kriegsmaschinerie verantwortlichen hohen Tiere ab. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen. Und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskowitsch, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell. Treffen sich mit Super Special in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft.